So, da sind wir zur Zockerzone. Ja, da sind wir. So, Zockerzone spielt Shank. Ja. Ja, mit einem Let's Play. Genau, letztens war es ja noch als Let's Show auf unserem Kanal. Und ja, dann haben wir doch Gefallen an dem Spiel gefunden. Auch schon während dem Let's Show hat es uns doch immer besser gefallen. Richtig, und in der Zwischenzeit hast du es ja im Singleplayer mal durchgespielt. Damit wir die ganzen Waffen bekommen. Jo, also die sind jetzt vorhanden und... Ja. Ja, und wir haben, also ich habe ein paar Sachen von der Steuerung rausgefunden, was wir halt bei unserem Let's Show, weil wir es zum ersten Mal gespielt haben, noch gar nicht bedacht haben oder noch nicht genutzt haben. Du hast es mal angesprochen kurz, die Sache mit dem Blocken mit L2, das hatten wir ganz außer Acht gelassen. Das ist eine der wichtigsten Mechaniken hier im Kampfsystem eigentlich. Ja, also das Bash jetzt, da wurde ich gerade nochmal drauf getrimmt, wie das Ausweiten funktioniert, beziehungsweise bei so einem dicken Brocken weiß ich jetzt, wie es funktioniert. Und ja, den Rest werden wir lernen im Spiel. Ist ja für dich jetzt auch eine ganz neue Kampagne. Richtig, soweit ich das bisher sehen konnte, war das alles komplett, nicht komplett losgelöst vom Plot von der ersten, vom Singleplayer, aber zumindest die Levels sind andere, die Endbosses sind andere, weil wir hatten ja jetzt schon ein bisschen was angetestet. Genau, in dem Let's Show so gesehen, haben wir nachher zum Ende noch einen Boss gesehen. Richtig, und da haben wir Hoffi und ich gerade nochmal ein bisschen trainiert, damit wir reinkommen ins Spiel. Kann man hier sehen, also die ersten drei Level haben wir gespielt. Genau. Aber wir fangen natürlich jetzt nochmal von vorne an, ist eh klar. Richtig, damit ihr auch die Sequenzen und alles habt. So, mal schauen, hoffentlich klappt das jetzt mit den Cutscenes. Ja. Weil da hatten wir gerade bei der letzten Aufnahme ein Problem. Wir haben gerade schon mal eine Aufnahme gestartet. Der zweite Try hier im Grunde. Und da auf einmal hat die Cutscene wie Sau geruckelt. Kann man das so nennen? Das soll, ne? Ja, scheinbar. Kannst du mal bestätigen? Ich hab schon. Ja, irgendwie ich auch gerade nicht. Warten wir mal ab. Mal gucken, was passiert. Was ist denn jetzt hier los? Ich hab mit A bestätigt. Wir kennen ja auch die Ladezeit, deswegen dürfen wir uns das mal noch nicht nervös machen lassen. Es könnte ein Ladebildschirm sein, dass er jetzt vergessen hat, den richtigen Bildschirm zu laden. Also reden wir einfach. Ja, Come on! Hört sich gut an. And I really don't care where you dip your stick, but Cesar is not happy. About Ava? She's a preschool teacher. She's harmless. Exactly. She ain't like us. Next time, I want a shave too. Yeah? Got it. Cassandra. Like a dude. Who are these guys? No idea. How about we find out? I guess you boys haven't heard. We're taking over. Okay, dann fahren wir jetzt die Hells Angels oder was? Das sieht ganz so aus, aber sag das nicht so laut, weil die wohnen bei mir nebenan. Ah! Ah, hier, grapple an enemy at the same time to pull off. Okay. Ah, wir müssen den... Und den Fetch festgehalten werden. Ah, ich muss die Pumpgun... Wo ist sie? Pumpgun ist doch, wieder meine Aussage in unserem Let's Show, eine ziemlich gute Waffe. Ja. Oh, aber wieso packen die mich heute so schnell? Du kannst das kontern mit X, kannst du das... Kannst du dich befreien. Mit X. Genau, wenn du dieses rote Symbol über deinem Kopf siehst, ne? Okay. Und du siehst ja die großen, ganz wichtig, die... blinken, bevor sie ihre Attacke machen. Genau, dann die durch Ausweichbewegung durchführen. Richtig, mit der man im Grunde durch den Gegner durchklippt und eine kurze Unsterblichkeitsframe bekommt. Und jetzt geht das schon viel einfacher als... Ja, das ist schon besser. Und der trinkt ja noch gemütlich seinen Saft, ey. Das ist nämlich eine Milchbar hier. Ich weiß aber noch nicht, zu welcher Waffe ich tendiere. Also auf jeden Fall nicht die Motorsäge nehmen. Die ist einfach zu langsam für den Schadensoutput, also finde ich zumindest. Ah! Oh, da schießt einer. Genau, das ist nur der Trick, dass man die... Oh, da kommt einer geflutscht. Oh yeah! Aber ich muss echt sagen, ich in den Artstyle habe ich mich ja wohl mal richtig verliebt. Richtig, den konntest du auch schon im Let's Show nicht verbergen. Also sieht echt trendy aus. Eine Liebe für den Artstyle, ja, der ist echt nicht schlecht. Und ich finde das Combat System auch gar nicht so langweilig jetzt, wo man im Grunde diese Ausweich- und Block-Fähigkeit hat. Musst du den Tisch noch wegräumen? Ja, das finde ich ein bisschen schade, dass da nie was hinter sich versteckt. Oh, jetzt hab ich gleich wieder was abgehen. Okay. Genau, man kann auch, wie gesagt, mal nach unten schlagen. Ja, nach unten und
Und dann fliegen, okay. Außer die großen vielleicht, aber die kleinen fliegen dann so in die Luft. Und dann kann man sie cool juggeln. Wie ging das von dem nach unten? Nach unten und schlagen. Wenn ein Gegner unter mir liegt, oder? Nee, was? Nach unten drücken und schlagen. Warte mal. Brauchen wir nur so hier. Ah. Ah, wenn dieses Symbol. Ach ja, jetzt hab ich's gesehen. Alles klar. Also die Balance ist nochmal für unsere Zuschauer so, das Shank ist zwar schnell, macht aber wenig Schaden, dann ist man diese zweite Waffe auf Y, die dafür mehr Schaden macht, aber weniger langsamer ist. Und dann ist halt noch die Schusswaffe. Das ist aber cool, das Ranspringen und dann schießen und dann macht er ja trotzdem noch seinen Finisher. Ja, ja. Das ist nice. Oh, jetzt habe ich uns wieder beide verwechselt. Ich muss mich immer an die Bar von Desperado denken an der Stelle hier. Ja. Ja, ist alles sehr chaotisch, aber ja, ich bin auch gerade noch etwas angespannt. Aber es spielt sich schon deutlich besser als bei der letzten Sitzung. Also ich habe auch gerade wirklich ein bisschen das Gefühl, dass ich weiß, was ich tue. Was ja schon gar nicht so schlecht ist. Ja. Genau, wenn wir den, glaube ich, wenn wir einen Gegner gleichzeitig grappeln, dann sollen wir wohl eine Koop-Kombo machen. War der erste Tipp, glaube ich, vorhin am Anfang mal. Aber lass mal versuchen. Was heißt Shida's Grabbeln? R2? Ja, genau, das war er. Wir beide nehmen einen mit R2. Ich habe es jetzt mit R1 gemacht. Mit R1. Okay, also ich hatte. Ja, das sind ja beides im Grunde Griffe so. Irgendwo. Mach mal den mal hier. Oh. Ne, mach mal ganz klassisch hier. So, beide ganz konzentriert. Die Uschi steht doch nochmal auf. Das hält hier gleich so gut. Ja, das ist eben das Coole am Shank. Das macht zwar nicht viel Schaden, aber damit kannst du eben auch gegnerische Angriffe, auch von den Großen, unterbrechen. Und sie so ein bisschen aus. Oder nicht kommen sehen. Oh, da ist links ist Health, wenn du willst. Yeah, man! Da hab ich auch drauf gewartet, auf unseren Special. Aber da muss. Hab ich jetzt. Jetzt hab ich sogar nur schlagen gehört. Okay. Und wie konntest du den noch in den Griff nehmen? Das war mit R2 ganz normal im Griff stehen, okay. Und dann mit R1, das macht's ja schon öfter, ne? Den Pouncer. Aber das lassen manche immer mit R1, den Pouncer. Nur mit R1, genau. Oh, oben, die Tänzerin. Too bad. Und ist eben auch cool, man kann. Oh, während man den am Boden hat, kann man eben auch schießen. Ui, nein, Uschi! Ja, ja, schießen! Oh. Aber man darf nicht so lange warten, dann steht er unten wieder auf. Muss ja auch so sein. Digga. Nein, so spät im Aus. Dann säbeln wir sie einfach weg, Mann! Oh, kommt angerannt. Das klappt auch nicht mit dem Ausweichen, wenn man gerade wirklich am Schlagen ist, ne? Das ist zu spät, ne? Ja, richtig. Muss man sich einschätzen, muss man eben einschätzen, weil. Wie viele Schläge man spammt. Und vor allem, mit welcher Waffe man es macht. Weil mit dem Shank ist die Schlagbewegung recht kurz und kann man schnell reagieren. Und mit der starken Waffe. Du hast die Katana, okay. Hm. Mit der kannst du nicht greifen mit R2. Deswegen macht er das vielleicht ab und zu nicht. Die macht ja diese Aufstechbewegung. Okay. Die auch nicht schlecht ist, aber nicht so viele Variationen. Variationen ermöglicht. Siehst du auch, genau. Da. Yeah, come on! Okay, dann können wir ja richtig Spielchen treiben. Okay. Ist das cool, wenn man ihn am Boden hat, dass man nochmal schießen kann, finde ich. Und man kann auch Schüsse ablocken. Wie das denn? Mit L2. Gedrückt halten, einfach um blocken. Okay. Und gib ihm Saures! Ah, oh, die schießt wieder links. Die Tante, ey. Ich will eine Granate ihm geben. Guck mal, man kann auch den Großen. Man kann auch den Großen mit R2 greifen. Aber der wehrt sich doch, oder? Mit R1 schaffst du es nicht, dann haut er dich weg. Ja. Aber mit R2, also einfach nur ganz normal greifen, kannst du ihn. Okay. Oh, guck mal, wie sie da tanzen. Yeah. Da muss man nochmal genauer ein. Oh, das ist auch noch Action, Mann. Ich nehm die oberen beiden, ne? Ich genieße die Aussicht, Baby. Wo ist mein Männchen hin? Achso, okay. Du bist schon im nächsten Level. Oh yeah. Deswegen haben wir einen Adult Acclaimer. Acclaimer davor gepackt, oder? So die Folge heute. Ja. Das bei YouTube veröffentlicht werden. Arriba, arriba, andale! Andale, andale, arriba! Ja, Mann! Auf in der ersten Reihe, der blonde Rocker!
Da ist er. Fuck off, amigo. We need to teach these fuckfaces a lesson. We gotta teach these fuckfaces a lesson. Ja, die Sprache gefällt mir. Also das ist ein sehr derbe. Sharing is caring. Und cool, die Cutscene lief auch sauber. Hatten wir ganz, ja, wunderbar. Also, hatte ich gar nicht dran gedacht. Schön. Ja. Hast du was erzählen für die, vielleicht noch eine kleine Witze für die Ladezeiten? Obwohl vorhin die Ladezeit recht fix ging. Naja, da hatten wir ja auch gebankt. Weil da die Spielerauswahl zu sehen war. Ja, aber trotzdem, irgendwas, wo war das? Egal. Nee, ich habe tatsächlich gar nicht so viel. Second Life hatten wir angesprochen, bla. Ich habe nichts im Büchlein, mir ist nichts passiert, nichts Spannendes. Ja, wir sind immer noch fleißig am Überlegen, was wir denn noch alles Let's Playen könnten. Ja. Also ein paar Kandidaten haben wir. Ja. Ja, ja. Ja, aber, Let's leave it at that. You are vulnerable while reviving your partner. Das haben wir bereits feststellen dürfen. Der fiese Bossfight auch nicht weit entfernt, glaube ich. Stimmt, ne? jetzt kommt glaube ich, das Level, das wir im Let's Show gezeigt haben. Richtig, jetzt kommt der Let's Show Part. Da, wo wir uns immer weggeballert haben von den wie heißt es? Wunderkerzen. Das war der erste Wunderkerzen, ganz klar, Mann. Ich kann nochmal drauf bestehen, nachdem du da so drauf gepocht hast. Aber hast du es auch gesehen, gibt's zu. Mal, das sind die nächsten. Die Biker Boys. Bad Dudes vs. Martians von Hell, ey. Come on. Achtung, die Reichweite ist nicht so groß. Ach, nicht? Also, die geht nicht so weit wie bei den anderen, aber trotzdem, wie wegholen die Nuts, ey. Oh, da kann man ganz schnell werden. Biatchman. Biatchman, the greatest hero of them all. Ah, die kommen aber auch an der Gemeinde ins Bild gehüpft, ne? Ja, manchmal von vorne. Ah, Schatz. Come on. Uppercut. Bam. Oh, Alter, ist das ein Schlachtfest. Oh. Mhm, okay. Man kann einen Boden liegen, da auch abknallen, also nach unten und schießen. Okay. Wo geht's hier hin? Ja, übrigens, wir haben noch einige Stellen gehabt, jetzt in diesem Teil. Das können wir diesmal versuchen, wo wir nicht hingekommen sind. Okay. Ah, oh. Und fieserweise, man springt weiter mit dieser R1-Animation als mit. Also, hat aber keinen Schaden nie gemacht, oder? Okay. Doch. Ich hab leider keinen Blick. Oh. Ja, aber die Schützen machen wenig Schaden. Der Rambock lässt sich auch nicht aus der Ruhe bringen, ey. Oh, dieser scheiß Hund. Das ist eine gute Idee. Jetzt habe ich auch keinen mehr. Oh, nee. Bin los. Genau, hatten wir auch im letzten Show schon festgestellt, glaube ich, man muss nicht sich ducken, um den, Genau, einfach nur schlagen. Genau. Um das aufzuheben, um den Gedanken... Komm, noch... oder? Oh, Mann. Ja, da kamen wir nämlich nicht hin. Aber mit R1 vielleicht. Weil damit springt man weiter. Ja. An einigen Stellen habe ich das feststellen müssen. Aber hier nicht, ne? Ist aber eh nur eine Explosionskanne da oben. Ja, aber da muss man doch... Ich verstehe es immer noch nicht. Ich weiß auch nicht, was... Man kann nicht... Oh ja, nochmal ein Schild. Du hast mich runtergeworfen, Hoffi. Wie soll ich dich runtergeworfen haben? Du hast mich runtergeworfen. Man kann nach oben. Vielleicht kann man die kaputt schießen. Hm. Von unten. Das könnte eine Möglichkeit sein. So, ja. Okay. So. Hier müssen wir jetzt auch einfach First Try durch. Ich sag doch mal. Das sollte doch kein Problem sein. Nein, nicht wenn sie mir so ins Gesicht ballert. Muss man mehr Ausweichen benutzen und so. Richtig. Aber jetzt übe ich das wieder. Arschloch. Oh, diese Tante, ey. Das esse ich aber auch gerade. Was ist das denn? Hier, Granaten! Sind Granaten! Ey, war der gerade. War der gerade immun oder was? Ah, das MG! Wir müssen das MG töten! Beschäftigen zumindest. Wieso geht denn das Greifen nicht? Ja, Mann, come on. Warte mal. Aufhelfen. Oder ist es schon weg? Okay, alles gut. Oder auch nicht, aber. Ah. Ein bisschen geht noch, ne? Auf jeden Fall, Mann. Das ist jetzt mir auch zu spannend gerade, muss ich ehrlich sagen. Ja, Mann. Also ich sitze hier auf Kohlen. Geht das wieder los? Genau, juggle die Typen, ey. Oh, man dachte. Schieß doch! Boah, die Anlaufzeit. Ja. Boah. Aber ich wurde einfach mittiger stehen. Oder noch eine zweite Chain Gun. Lass ihn kommen, damit ich ihn mir killen kann.
Aber mal auch den Drink. Jo, schnapp ihn dir. Chain gun wielding motherfuckers. The Sherry Club. Ja, man. Cat and Mouse. Das ist eindeutig ein Rotlichtmilieu hier. Nee. Aber wie groß auch. Im Hintergrund ist ja auch ein... Das ist eine ganze Rotlichtstadt. Nein, da schmeißt ihm echt eine Granate an die Birne. Dieser Saubur. Oh, Frau sei. Ja, echt, ey. So geil, wie der rechts fliegt, ne? Oh, nein! Das war aber deine, Hoffi. Ja, ich muss auch wieder ausweichen. Das darf ich nicht vergessen. Schieß direkt über ihn. Ich weiß gar nicht, ob man mit dir auch nach unten schießen kann. Aber mal Leben nehme ich auch. Ah, du kannst ja auch mal die Granatos nehmen, weil dann hast du wieder 5. Hab ich jetzt das Health genommen? Ja, oh. Ja. Geil! Oh, hier ist auch noch der. Genau, deswegen meinte ich ja, dann hast du wieder 5. Hast du denn mit 2 in so einem Bordel? 3 sind's, aber 5 ist das Maximum. Max, okay. Wir laufen da echt jetzt eine halbe Stunde mit den Dingen lang. Nein! So, und jetzt kommen sie doch, die Bundercaps, oder? Jetzt dürften die. Nee, noch nicht. Hier hat man noch so ein paar normale Uhren zu bauen. Aber wollen wir doch dann langsam nach der Welle vielleicht doch zum Ende? Ja, das, okay, nach der Welle. Ich bin dabei. Weil es macht mir auch gerade so viel Spaß. Ja, Mann, ich hab auch gerade richtig Fun. Come on! War's das schon? Das war's schon. Das war doch keine richtige Welle. Das war nächste Welle, komm, sonst. Ja, aber ihr merkt, wir haben schon richtig Bock. Ja. Wir spielen jetzt auch direkt weiter. Ja. Und würden uns freuen, wenn ihr einschaltet zur nächsten Folge von Danke, Tom, gespielt! Shank! Shiggity Shank!